Willkommen zu einem neuen Video. Und ich weiß, ihr steht ja auf diese befriedigende Games. Heute habe ich aber was ganz Besonderes für euch. Denn wir spielen Games, die auf eine Art und Weise total unbefriedigend und unangenehm sind, es aber trotzdem schaffen, dass wir sie toll finden. Das heißt, es gibt heute einen tollen Mix aus befriedigenden Games und Games, die es eigentlich nicht sein sollten, es aber trotzdem schaffen. Lasst auf jeden Fall gerne viele Daumen nach oben da, denn ihr wisst, der Sommeralgorithmus ist hart, die Gnus sind im Urlaub, Leute wollen draußen sein. Würde mich sehr freuen. Die Croissant-Füllung ist heute mit Unannehmlichkeiten und Befriedigung gefüllt. Das wäre mir noch so unangenehm, der Scheiß. So Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Ich ziehe auch meine Croissants auf und dann cracken wir mal und gucken, das wirklich so befriedigend ist. Es sieht auf jeden Fall aus wie Oreos und ich kann dir, glaube ich, was zermanschen. Zermanschen ist immer gut. Los geht's. Warum war das jetzt gerade flüssig? Okay, was ist das? Spitzen wir die Stifte jetzt. Oh, okay. Oh, das finde ich aber... Okay, ja, doch, es ist befriedigend, aber irgendwie finde ich es auch traurig. Oh, wie schön, du nimmst sogar die Farbe an. Und meine Finger? Oh Gott, meine Finger! Oh, shit. Second Challenge. Oh nein, ich habe mir die Finger mit abgekuckt. Ich habe mir die Fingerkuppen mit... Da sind meine Fingerkuppen dran. Okay, wir dürfen wieder zermatschen, oder was machen wir jetzt? Oh. Platsch! Platsch! Kann es ein bisschen schneller gehen? Ach, ich muss die noch mehr zermatschen. Ach so. Oh, ja, jetzt ist es was anderes. Das macht tatsächlich Spaß. Okay, was ist das? Oh, die hören sich ja sogar unterschiedlich an. Mehr. Okay, was ist das? Oh, da kann ich meinen Finger... Oh, oh. Ich finde es geil, dass das Game mir so... Es ist quasi ein ASMR-befriedigendes Game mit auch irgendwie unbefriedigenden Games. Es hört sich voll weird an. Aber ich finde es cool, dass es nicht nur um eine Sache geht, sondern hier so viele Sachen dabei sind. Komm her, Stern. Ja. ASMR-Studio. Okay, oh. Oh! 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 Now we're talking! Kann ich da die Finger reinpacken? Oh ja, tatsächlich. Und die Maus. Oh, warum tut man sowas? Rein damit. Rein mit dir. Sehr schön. Okay, oh Gott, ich sehe schon. Kann ich mir... Hä, wie soll ich denn... Ach so, ich kann es jetzt hier... Oh, aber wer macht sowas mit einem Donut? Mit einem Hotdog? Kann ich mir die Finger abslicen? Oh Gott! Oh! Sonnenblumenkern in die Schüssel rausschaben. Das werde ich jetzt enjoyen. Ey, aber ich enjoy nicht, dass sie nicht in die Schüssel gehen. Okay, nochmal. Special Item. Oh. Oh, ist das eine Reibe? Ich will es haben. Ich kann es nicht haben. Warum bietet es mir doch nicht an, wenn ich es nicht haben kann? Dann bietet es mir auch nicht an. Ach, da habe ich es ja. Ich habe ja meine Käsereibe jetzt bekommen. Was ist denn das? Hä? Ach so. Ich mache da jetzt quasi den... Oh. Ich mache da jetzt quasi das Holz weg. Oder was ist denn das überhaupt für ein Gerät? Aber es ist sehr... Es entspannt mich. Auf eine abartige Art und Weise. Wunderbar. Ja, guckt mal, er hat jetzt Fingerkuppenschützer an, weil ich ihn vorhin die Fingerkuppen abgeschraubt habe. Wie witzig. Okay, die Banane muss... Oh. Es ist wirklich... Unerwartet befriedigend, obwohl es nicht sein dürfte. Oh, scheiße! Nicht schon wieder die Fingerkuppen! Okay, oh, ich darf sogar waschen. Okay, hey, das Spiel beinhaltet ja wirklich alles. Okay, wir machen das sauber. Was auch immer, das soll es ein Teller sein? Nee, ich glaube, es ist irgendwas anderes. Aber egal, Leute, wir machen das jetzt zu 100% sauber. Wunderbar. Oh. Oh, ach so, das ist meine, ach so, das war die Kreissäge, mit der ich alles die ganze Zeit geschabt habe. Okay, was geht hier jetzt ab? Oh, ein Fidget Spinner, Schniele! Habt ihr einen? Ich hatte nie einen, aber es befriedigt mich ungemein. Okay, stopp. Oh nein, stopp! Oh nein, oh nein! Oh Gott, ach, ich muss es dann wirklich so machen, dass es dann auch aufhört. Seifen schneiden. Wichtig ist, wenn ihr so eine Seife schneidet, legt es nicht so in die Hand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr euch das Cuttermesser reinbombt. Und jetzt genießt den Sound.
Oh Gott. Okay, das ist zum Beispiel extrem. Ich glaube, das Endergebnis ist sehr befriedigend, aber das auszuführen ist sehr unbefriedigend. Das ist ja wie, wenn du an der Tafel kratzt. Okay, Leute, let's get... Ah, es hört sich jetzt gar nicht so unangenehm an, aber ich glaube tatsächlich, dass es einen eigentlich den Riesennagel abfatzen würde. Ah, es hat schon was Befriedigendes, muss ich sagen. Oh, ich habe mir den Nagel abgemacht. Ah, mein Nagel ist ab, um Gottes Willen. Okay, der Lippenstift, warum? Oh, das ist befriedigend. Smarties this mission! Ja! Okay. Mein Gott, warum tue ich mein Tablet zerschreddern? Oh Gott, why? Warum tut man sowas? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, Vorsicht auf meine Fingerchen. Ich will mir diesmal nicht wehtun. Okay, Vorsicht. So. Oh. 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 Oh mein Gott. Nein, nicht schon wieder das Handy. Hier mit deinen Drills. Oh Gott, los, friss. Um Gottes Willen. Why? Oh mein Gott. Ihm gefällt's auch noch. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen auf zum nächsten ASMR-Spaß. So, und jetzt kommen wir zu einem Spiel. Und ich bin mir sicher, dass das jeder von euch schon mal gemacht hat. Seid ehrlich, Leute. Ihr hattet sicherlich alle schon mal eine Sprühsahne vor euch stehen. Habt die genommen und habt sie euch einverleibt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon getan habt. Ich hab's getan und ich liebe Sahne, ich liebe Kuchen. Ich liebe es auch, als meine Mama mir damals immer von ihrem Mixer einen Stabmixer gegeben hat, den ich dann ablecken durfte, weil da noch Teig dran war. Und deswegen spielen wir jetzt perfekte Sahne. An alle, die Hunger haben, sollten jetzt vor allem dranbleiben. Los geht's, perfekte Sahne. Oh, oh ja, oh mein Gott, ja! Ja, die Erdbeeren. Oh, ich liebe Erdbeeren mit Sahne im Sommer. Oh Gott, Fieber. Oh ja, da kriegen immer so eine kleine Spritzeli drauf. Pup, pup, pup. Oh, und jetzt hier nochmal Sahne rein. Und hier Sahne. Oh, es kann nicht genug Sahne geben. Oh mein Gott, es ist eingefärbte Sahne. Und Streusel. Boah, wie lange habe ich sowas nicht mehr gegessen? Wir können Schokosahne haben. Okay, oh, wir haben Schokosahne. Juhu. Geil, ich will mehr. Bonuslevel. Oh, ein Bonuslevel. Ach, Zahnpasta. Finde ich auch sehr befriedigend. Ist in Ordnung. Je nachdem, wie groß das Maul ist, umso mehr Zahnpasta muss drauf. Zahnpasta ist zwar keine Sahne, aber es befriedigt genauso. Was ist denn das jetzt? Oh ja, extra dick. Ja, wir haben das Unicorn-pupsende Sahne-Sprühdings. Oh, ich kann das freischalten für eine Werbung. Ich hab's anlockt. Ich hab Hunger. Wieso spiele ich solche Spiele? Aber wenn ich Hunger hab. Oh, es kommt aus dem. Es kommt aus meinem. Ja! 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 Gibt's auch Regenbogensahne? Bestimmt, oder? Oh, shit. Now we're talking. Oh Gott. So, Leute, ich würde sagen, wir haben genug gesahnt. Wir haben jetzt alle Hunger. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Befriedigen. Gang, gang. So, Leute, da ihr jetzt nach der ganzen Sahne sicherlich Hunger habt, wird jetzt gemixt. Wir machen geile Smoothies. Auf befriedigendste Art. Und los geht's. Okay, los geht's. Karotten. Okay, dann packen wir gleich mal zwei. Oh Gott, meine Finger, kann ich die auch? Oh mein Gott! Ich muss aber auch sagen, wer so mixt, hat keine Ahnung. Es ist ja nicht umsonst ein Mixer. Du legst einfach die Karotte rein und fertig. Nicht bis zum Ende. Oh Gott, nicht so hoch, Mann. Nicht so weit runter. Ey, hätte ich Bock jetzt auf den Karottensaft, Leute. Schaut euch das an. Mmh. Eine Decoration. Oh, süß. Oh, wie Bock hätte ich da drauf. Hätte ich da Bock drauf jetzt? Oh. Mmh, yummy. Okay, Leute. Wir pimpen unsere Bar und kommen zum nächsten Level. Okay, was darf es sein? Oh, Banane und Schokolade. Oh. Und Schoki, oh wie geil. Oh. Welches Glas das? Oh, ich will das haben. Das sieht so geil aus. Achso, sie will das, oder? Und deine Schmetterling. Oh mein Gott, ist das... Oh Gott, ist das... Oh.
Das ist so schön. Okay, was wollen Roboter haben? Eis oder Handy? Geil, der will noch ein Eis. Ein rosanes Handy, wie süß. Oh, das Eis sieht so geil aus. Geil. Oh ja, eine Kaffeemaschine, geil. Okay. Und zack, perfekt. Besser geht's nicht. Perfektes Kaffeepulver. So, wir nehmen auf jeden Fall die. Oh, das ist geil, Leute. Ja! Perfekt! Oh, ich will den Kaffee auch haben! Was gibt's jetzt? Henry unlocked. Ach, wir kriegen nur die Hand. Unbefriedigend. So, Leute, das war's mit den befriedigenden Games, die eigentlich eher schmerzhaft sind teilweise, aber doch am Ende uns irgendwie überzeugt haben. Falls ihr mehr solcher Games kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne viele Daumen nach oben da. Und ich gehe jetzt was essen. Danke fürs Zuschauen. Ade mit Eva Shee. Und jetzt raus!